Paris hat den Bois de Boulogne, Wien den Wiener Wald und Berlin seinen Tiergarten. Doch eingebettet in zwei Arme der Spree gibt es in Berlin noch ein historienträchtiges grünes Kleinod, die Berliner Museumsinsel. Ausgehend von der Straße unter den Linden blickt man auf den Lustgarten mit seinem Springbrunnen, rechts gerahmt vom Berliner Dom und an seinem Ende steht das alte Museum. Dieser prachtvolle Schinkelbau beherbergt als Dauerausstellung die Antikensammlung mit bedeutenden Kunstwerken des griechischen und römischen Altertums. Nach einer kurzen Wanderung am linken Arm der Spree entlang, am alten Museum vorbei, wird der Blick auf das neue Museum mit seiner aufwendig restaurierten Fassade frei. Dort kann der Besucher die Büste der Nofretete in einem eigens für sie gestalteten Raum bewundern. Zwischen dem alten und dem neuen Museum erstreckt sich am rechten Spreearm die alte Nationalgalerie. Ein tempelartiger Bau mit einer monumentalen Außentreppe und einer prunkvollen Treppe im Innern. Sie beherbergt auf drei Ausstellungsetagen die Epochensammlung für die Kunst vom Klassizismus bis zur Sezession. Bereits der Eingangsbereich ist mit überdimensionalen, an das Griechenland 1000 Jahre vor Christus erinnernden Skulpturengruppen gestaltet. Über die Friedrichsbrücke führt der Weg vorbei an der alten Nationalgalerie zum Bode-Museum. Ausgedehnte Parkanlagen laden zum Verweilen ein. Der bekannteste Vertreter des wilhelminischen Barock, das heutige Bode-Museum, dominiert von seiner kunstvollen Kuppel, suggeriert, es würde direkt aus dem Wasser aufsteigen. Seine Frontseite ist geprägt von monumentalen Halbsäulen, vor denen sich beide Spreearme wieder vereinen. Zu seinen wertvollsten Schätzen gehört das Münzkabinett, aber auch das Museum für byzantinische Kunst. Am linken Spreearm, zurück zum Lustgarten aber, liegt das schönste Haus der Museumsinsel.
Wenn man auch glauben mag, der Künstler Christo hätte Berlin einen erneuten Besuch abgestattet und diesmal das Pergamonmuseum verpackt, ist doch die Form noch zu erkennen. Seine ursprüngliche Dreiflügelanlage beherbergt heute drei Museen. Das Vorderasiatische Museum, das Museum für islamische Kunst und die Antikensammlung, die der Besucher durch das weltberühmte Tor von Ischtar beschreitet. Noch bis zum 27.06.2009 wird hier zusätzlich eine Ausstellung gezeigt, die 170 aufwendig restaurierte Kunstwerke präsentiert. Die Rückkehr der Götter. So sieht's aus.